Und damit hallo und herzlich willkommen, Folge 4, Kona. Wir gehen dem Geheimnis dieser Welt hier langsam auf die Spur, kommen dem auf die Schliche, so wollte ich es eigentlich sagen. Und ja, sind hier vor dem Haus der Familie LeCants oder LeChants oder wie auch immer sich das hier aussprechen lassen will. Und ja, dabei handelt es sich ja um den Besitzer bzw. um den Geschäftsführer dieses Gemischtwarenladens. Und ja, wir schauen mal, welche Überraschungen wir hier eventuell drin finden. Okay, eine Menge Überraschungen. Alter. Ekelhaft. Das gibt's doch gar nicht. Okay, gibt's hier Strom? Okay, immerhin Strom gibt's. Und wir gehen jetzt hier mal natürlich Looks like the alle holes wieder in that puzzle are there to stay. Ja, das ist natürlich hier wieder eine ganz starke Sache, was wir hier finden. Eiskalte Luft, also ein kleines Feuerchen wäre hier auf jeden Fall mal wieder angebracht. Damit hier auch alles ein bisschen aufschmilzt. Aber ja, das hier fühlt sich wieder nicht so gut an. Ich glaube, wir sollten uns davon erst einmal fernhalten. Der Topf war kalt und das Essen darin nicht gekocht. Okay, ja, dann wissen wir hier schon mal Bescheid. Die Leitung ist tot. Hier öffnen wir alles. Schauen wir, ob wir hier irgendwas finden. Sieht alles ziemlich unnötig aus, was die Familie LeChants hier so hat. Hier haben wir irgendwas. Das kann ich gerade nicht nehmen. Anzünder sind das. Da haben wir nur ein bisschen Gepäck. Und Gepäck, Besteck heißt das. Und dann schauen wir mal. So, was haben wir hier? Hier geht's weiter. Das hier ist ein Badezimmer. Machen wir mal Licht an. Ein Spiegel, wo wir nicht rankommen. Das ist Schmerzmittel. Die Kisten sprechen dafür, dass der Umzug nicht lange her ist. Das stimmt natürlich. Gut kombiniert, Watson. Dann haben wir hier Pinsel. Offensichtlich wollten sie das ganze Haus neu streichen. Klare Kiste. Flasche füllen. Ja, sie geht doch einmal nochmal hier trinken zum Mitnehmen. Verbrauchsgüter. Wir sind ja auch schon wieder gar nicht so gut drauf. Deswegen zack. Und gib ihm Vollgas und die Flasche dementsprechend dann auch natürlich nochmal auffüllen. So, dann schauen wir mal hier. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin außer ein Plömpel. Da können wir nichts mitmachen. Baden, duschen oder aufs Klo können wir auch nicht gehen. Da machen wir das Licht hier mal wieder aus und schauen. Haben wir hier schon reingeguckt? Ich glaube nicht. Hier sind Tassen drin, Tassen drin. Und was haben wir hier? Zucker. Also auch nicht wirklich was Interessantes. Was haben wir hier? Auch nicht wirklich was Interessantes. Also das ist mehr oder weniger bis dahin alles ja nicht so spannend. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier haben wir ein Steak. Okay, das ist natürlich cool. Da liegt eine Kippe. Können wir die auch nehmen? Nein, obwohl wir hier in dem Spiel rauchen können. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, dann gucken wir mal, dass wir uns hier umsehen. Alles klar, hier geht's also dann quasi weiter. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier zu dieser Statue hingehe, ob ich dann wieder zurückkomme. Das, naja, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ice had struck again. Okay, ob es hier auch Uhren gibt, die funktionieren, wohl eher nicht. Okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass wir jetzt hier wieder rausgezogen werden. Das war ja relativ logisch, aber ja, wir müssen halt mal zusehen. So, okay, aha, der führt uns jetzt sogar schon irgendwo hin hier, das ganze Ding. Und der ist da, unter der Treppe war etwas versteckt. Okay, das ist schon mal sehr schön, dass ich das hier rausfinde. Da muss ich dann also gleich dementsprechend nochmal hin. Und ich denke, wir folgen einfach mal dem roten Licht hier. Das können wir ausschalten, einschalten. Ja, jetzt ist das rote Licht aber weg. Wo soll ich denn jetzt lang hier? Ja, hier möchte ich natürlich dran, aber ich glaube, das kann ich nicht, oder? Kann ich das? Nein, das kann ich nicht. Gut, dann schauen wir mal. Rahmen. Oi, was haben wir denn da? Untersuchen. Bertrand LeCants, LeChants, 1948. Ja, das ist ja wunderbar, aber ich bin ja immer noch hier in dieser Traumwelt jetzt gefangen, oder? Wie sehe ich das? Schauen wir mal, hier ist es hell. Was macht er denn da jetzt? The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him. Der Mann griff zu seinem Gewehr. Karl spürte, dass er Angst hatte. Okay. Schauen wir mal, hier gibt es nichts Interessantes.
Ja, die Frage ist natürlich, gut, er griff zu seinem Gewehr. Das Ganze ist ja unweit von hier passiert, alter Schwede. Okay. Ja. Bertrand Lechance, alles klar. Also das wird wohl tatsächlich der Typ gewesen sein, der da eingefroren lag. Das kann man schon sagen. Jetzt wird Perhaps sich da their ein bisschen special relationship gestritten had oder been was ist da cooling los, so down wie es lately. aussieht. Der hat sein Gewehr da in der Hand, aber hoffentlich hat er die nicht erschossen. Nein, hat er nicht, Gott sei Dank. So, dann gucken wir mal, was hier los ist jetzt. Mach das mal auf. It seemed Okay, like und secrecy was die commonplace in hat this house. was gemacht? Aha, offensichtlich gehörte Heimlichtuerei zum Alltag. Okay, da ist also auch noch etwas versteckt. Sehr schön. Gut zu wissen. Was haben wir da? The Giselles vision's Tagebuch. veil was Wow, und jetzt lifted, wird's wieder hell. and he Also, was back to welcome back reality. to the reality. A reality in which Okay. Giselle, Jill's loving spouse, was motionless, frozen in ice. Aha. Okay, also die da jetzt gerade eingefroren war, war also die Frau, also tatsächlich beide eingefroren. Na, da ist ja mal, also ich würde sagen, das ist mal ein trauriges Schicksal. So, Giselles Tagebuch, Seite 1, September, als ich zum ersten Mal mit Jill ausging, oder Gills, ja, der wird wohl Gills heißen, als ich zum ersten Mal mit Gills ausging, hatte meine Mutter noch gemeint, dass er nicht gerade die hellste Kerze am Weihnachtsbaum sei. Und je mehr Zeit vergeht, desto bewusster wird mir, wie recht sie doch hatte. Man sollte immer auf die eigene Mutter hören. Diese Erpressungsgeschichte ist das perfekte Beispiel. Jill Gills ist wie ein kleiner Hund. Er glaubt, er sei größer, als er in Wahrheit ist. Er knurrt herum und denkt, er könne den Leuten Angst machen. Aber jeder weiß, dass man ihn mit einem einfachen Tritt aus dem Weg räumen kann. Er glaubt doch tatsächlich, dass er Hamilton erpressen könnte, den Big Boss höchstpersönlich. Nur an dem Tag, an dem die Hölle zufriert, könnte mein armer Gills so etwas wirklich über die Bühne bringen. Okay, tja, die Hölle zufriert, das kann bei den Bedingungen hier schneller passieren, als man denkt. Schließlich ist Hamilton ein reicher, gebildeter und einflussreicher Mann. Das mit der Erpressung ist einfach eine ganz dumme Idee, denn mal ehrlich, die Sache ist mehrere Nummern zu groß für Gills. Er weiß ja nicht einmal, wie er sie praktisch umsetzen soll. Ich glaube auch gar nicht, dass er sie je umsetzen wird. Er spuckt einfach nur große Töne in unserer Küche. Er sagt, dass er es tatsächlich durchziehen wird, aber die Sache ist doch die: Für eine erfolgreiche Erpressung muss man unglaublich schlau und gerissen sein. Und Gills ist nichts davon. Er ist ein unfähiger Langweiler und wird das auch immer bleiben. Ich sehe mir immer wieder den Safe an, den er hinter der falschen Wand aufgestellt hat und in dem er die ganzen kompromittierten Dokumente aufbewahrt, die er gegen Hamilton einsetzen will. Und ich kann es einfach nicht fassen, wie lächerlich sich diese ganze Geschichte anhört. Okay, die Frau ist also nicht sonderlich begeistert von der ET. Seite 2. Natürlich müsste Hamilton erst den Code für den Safe herausfinden, um die Dokumente in die Finger zu bekommen. Das Problem ist, dass Gills selbst den Code vergisst. Deswegen hat er sich eine Gedankenstütze ausgedacht. Die Initialen seines Vaters, gefolgt von den drei Ziffern, die ich auf die Rückseite seines Anhängers eingravieren musste. Wer außer meinem Gills kann sich bitte sehr, wer außer meinem Gills kann sich bitte sehr drei simple Ziffern nicht merken. Aha, wir kommen der Sache näher. Ihr erinnert euch. Oktober. Gills konnte nicht richtig einschlafen. Er hat sich hin und her gewälzt. Ich habe ihm gesagt, dass ihm seine Erpressungspläne zu schaffen machen würden. Aber das ist das Schlimme mit Idioten. Sie glauben immer, sie seien die klügsten Menschen auf der Welt. Ganz gleich, wie sehr man auch versucht, sie aufzurütteln, Hamilton wird alles herausfinden und dann sind wir erledigt. Wir werden nach Val-d'Or ziehen und ganz kleine Brötchen backen müssen. Ich zittere, während ich das hier schreibe. Ich kann es nicht glauben, dass ich Teil dieser Tragödie bin. Ich habe nichts getan. Warum fühle ich mich so schuldig? Das arme Mädchen, es war so jung. Okay, das scheint so, als hätte die ganze Geschichte hier nur zwei Seiten. Das reicht ja auch erstmal, war eine ganze Menge und vor allen Dingen eine ganze Menge sehr gute Informationen, die wir hier bekommen haben. So, jetzt müssen wir also quasi die Initialen des Vaters rausfinden. Das ist natürlich erstmal das Wichtige dabei. Hier müssen wir gleich erstmal ein kleines Foto machen, würde ich sagen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier alles durch. Was haben wir da? Da ist noch was. Ne, das können wir leider nicht bedienen. Dann schauen wir mal hier oben rein, was wir da haben. Auch nix, auch nix. Und da kommen wir gar nicht dran. Gut.
So, das ist die kaputte Uhr. Jetzt schauen wir mal kurz hier. Da ist noch eine Tür bzw. eine Schublade und jetzt müssen wir hier das ganze Ding aufmachen. Carl had seen that kind of safe before. With its double-layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. Okay, wir kennen ja die drei Ziffern schon. Das einzige Problem wird jetzt noch sein, die Vater, the general store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamiltown. Okay, der von Bertrand Lecornes vor 20 Jahren eröffnete Gemischtwarenladen, besser bekannt als Chez Lechance, zählt zu den wichtigsten wirtschaftlichen Stützen von Maniston. Allerdings ließen die Geschäfte nach dem Tod des Gründers nach. Gilles Lechance, der Erbe des altehrwürdigen Ladens, hatte keine andere Wahl, als alles an William Hamilton zu verkaufen, den reichen und berühmten Geschäftsmann. Okay. Bis auf Weiteres, trotz des Besitzerwechsels, nichts ändern. Gilles Lechance wird weiterhin an der Kasse stehen. Okay, das ist natürlich auch ziemlich... bedrückend, ziemlich ekelhaft, wenn man dann an seinem eigenen Laden quasi als den der Vater sogar aufgebaut hat, wenn man da dann später nur an der Kasse steht. So, 1948, das ist also der springende Punkt. 1948, jetzt müssen wir mal kurz hier in unser Notizbuch schauen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nochmal alles finden können. So, das hier hatten wir, das haben wir. So, der Unfall, das hatten wir auch. Ein einziges Geheimnis. So, jetzt das seltsame Vision, die ich hatte, das hatten wir auch. Immerhin habe ich in einer Vision erfahren, dass nicht alles eitel Sonnenschein war zwischen den Lecornes. Sie verbargen viele Dinge voreinander. Das Tagebuch der Frau spricht Bände darüber. Sie berichtet sogar über die Geheimnisse im Safe ihres Mannes. Geschrei und Geheimnisse allenthalben zwischen den beiden. Gut. Mord an Hamilton. Gut. So, jetzt muss man nur schauen, die junge Frau. Das haben wir auch noch nicht gefunden. Vielleicht war die junge Frau ja tatsächlich die Giselle Lechance. Das wäre natürlich was. Gilles Lechance. Ja. Aha. So, wir müssen mal weiterschauen jetzt hier. Der alte Rosaire, das ist also hier die Krankenakte sozusagen, das brauchen wir erstmal noch nicht. Laurie, das ist die verwundete Bilder. Jetzt müssen wir mal kurz hier weiterschauen. Wichtig wird natürlich jetzt sein, im weiteren Verlauf, dass wir hier klarkommen mit dem, was wir tun. Wir müssen jetzt hier diese Kombination des Saves rausfinden. Und 793. Das ist diese Geschichte auf der Kette. 793. Gut. Jetzt ist die Frage, ob wir hier ein Foto von machen sollen. Aber ich würde einfach mal sagen, wir machen es einfach mal. Wer weiß, was dabei rumkommt. Keine Ahnung. Das Bild behalten wir natürlich mal. So. Dann neuer Notizbucheintrag. Okay, da wird es jetzt eben wieder interessant. Diese Fotos bringen also tatsächlich dann auch immer ein bisschen Licht ins Dunkle. Schauen wir uns das mal an jetzt hier. Aha. Die Frau des Ladengeschäftsführers Giselle ist in einem Eisblock. Welches eisige Geheimnis steckt hinter dieser Sache? 793. Halskette 793. Was hat es damit auf sich? 793, also 1940, 793. Vielleicht ist ja das die Kombination. Schauen wir uns das mal an. Na, hier will ich nichts drehen. Ich will auf der anderen Seite das drehen. Scheibe drehen. Okay, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts finden. Nehmen wir jetzt einfach mal G und dann 1940. Okay, das hat nicht funktioniert. Gut, ja. Die Initialien, ne? BL, okay, BL. Okay. Also, BL, wenn wir das jetzt... B... Nein. V,
Verdammt! BL und dann 793. 7, 9, 3. Okay, das hapert nur noch am Buchstaben. Die Frage ist, welchen Buchstaben sollen wir da haben? Bertrand Lechance. BL theoretisch. Oder einfach nur L. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht müssen wir hiervon ja mal ein Foto machen. Vielleicht wird dann einiges klarer. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen hier. Bild wollen wir natürlich behalten. Und wir müssen einen neuen Film reinsetzen. Das sollte uns allerdings nicht leer gehen hier. Schauen wir mal, aber da haben wir jetzt auch nichts Wirkliches von bekommen. Keinen neuen Notizbucheintrag oder so. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Ich hatte eigentlich auf etwas gehofft. Immerhin habe ich in einer Vision erfahren. Das Tagebuch der Frau spricht Bände. Sie berichtet sogar über die Geheimnisse im Safe ihres Mannes. Geschrei. Okay, speichert. Ja, ich müsste das nochmal lesen. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe da nicht... Das Wichtige habe ich jetzt tatsächlich wieder vergessen. Die Frage ist, ob es noch da ist, also ob ich nochmal eine Chance habe, das zu lesen. Ob ich das jetzt irgendwie aufgenommen habe, müsste ja eigentlich, oder? Schauen wir mal, Ausrüstung, Notizbuch. Na, jetzt sind wir da bei Notizbuch, Inventar, Dokumente, da wird es bei sein, oder? Fotografie, Giselles Tagebuch. So, jetzt schauen wir da nochmal. Seine Gedanken, die Initialien seines Vaters, gefolgt von den drei Ziffern, die ich auf die Rückseite seines Anhängers, also die Initialien, ja, das bedeutet, ja, Initialien ist ja in dem Fall BL, oder nicht? BL. BL, aber das funktioniert nicht, weil ich hier nur eins eingeben kann, ne? B, Scheibe drehen. 7, 9, 3. Aber ein L gibt's hier auch gar nicht, ne? Ein L gibt's hier gar nicht. Okay. 7, 9, 3. Aber so geht das. Was soll ich machen? Das geht hier. 7, 9, 3. Okay, da ist das erste Mal hier die große Katastrophe gekommen, dass ich nicht mehr weiß, wie es hier weitergehen soll, aber das kriegen wir alles hin, macht euch keine Sorgen. Also, 739 heißt das auch, okay. So, dann nehmen wir mal jetzt B und 7739, geh auf. Aha, so, ich habe nur die falsche Dings eingegeben, wunderbar. So, was ist da drin? Moving. Das holen wir mal raus. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. Kompromittierendes Dokument. Gut, William Hamilton ist ein Gauner. Er erpresst jeden hier im Dorf, mich eingeschlossen, wie der berüchtigte Serafin Podrier. In diesem Dokument sind Beweise für alle Bestechungszahlungen von Hamilton an offizielle Behörden enthalten, mit denen er sich seine verdammte Miene unter den Nagel gerissen hat. Die Tatsache, dass er mit seinen Schergen Angst und Schrecken hier im Dorf verbreitet, mag das Gericht in Montreal nicht überzeugen, aber dass er Regierungsmitglieder bestochen hat, wird mit Sicherheit ausreichen. Ich kann mir schon ausmalen, wie sich das Ganze auf den Titelseiten machen wird. Die Fremden sind alle gleich, wir werden siegen. Geschrieben mit anderer Tinte. Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen wird. Ich glaube nicht an die Magie der Indianer, aber ich glaube an ihre Rache. Okay, können wir umblättern? Nein, das ist es gewesen. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Was soll ich euch dazu sagen? Wir gucken uns jetzt mal hier noch im oberen Bereich ein bisschen um, ob wir hier vielleicht noch was finden können. Hier haben wir Farbe und Pinsel. Da sollte wohl ein neuer Anstrich her, das ist klar. Überall standen Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Ja, die sind erst kürzlich eingezogen. Was haben wir denn hier? Aha, 10x Polaroid-Film. Sehr schön, da haben wir also auch was Gutes gefunden. Da hängt ein Kreuz.
Clearly, there was some major revamping work underway here. The place looked barely habitable. The cross looked after Amarage's well-being and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers on one hand and cautioning against guilty pleasures on the other. Indeed, the Lachances were still part of the God-fearing generation. Okay. Ja, ich dachte mal, machen wir mal kurz das Licht aus. Vielleicht sieht man ja hier irgendwelche Sachen im Dunkeln, die man im Hellen nicht sieht. Was weiß ich, hier muss man ja mit allem rechnen. Was haben wir da? Wunderschönes Giselle, Bild von Bound together by the chains of conventional love. Okay. Was haben wir hier? Eine Kiste voller Liebesromane. Okay, ein kleiner Liebeskasper war das also auch noch. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, wie wir mit dem, was wir jetzt hier rausgefunden haben, weitermachen. Das ist alles nicht so einfach. Also wir haben jetzt auf jeden Fall das ein oder andere rausgefunden. Das ist cool. Wir wissen, dass der gute Mann hier gerade erst mit seiner Frau eingezogen ist. Dass es hier auf jeden Fall einige Differenzen zwischen den beiden gab. Das Einzige, was, ja, wir können ja mal vielleicht rumgehen. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwelche Hinweise. Angesichts des eisigen Wetters konnte das keine Absicht sein. Nee, das sehe ich wohl auch so. Wir können mal hier rumgehen. Aha, und hier haben wir auf jeden Fall auch wieder so ein Zeug. Also wenn wir den Ursprung finden des Ganzen hier, dann könnten wir eventuell auch ja, wieder etwas mehr herausfinden. Schauen wir uns das an, ob wir hier wieder solche Fußabdrücke haben. Und die haben wir. Okay, das heißt, wir sollten jetzt mal hier entlang gehen und schauen, wohin uns diese Fußabdrücke diesmal bringen. Schauen wir uns das an. Okay, hier geht's also lang. Ja, wir müssen natürlich irgendwie jetzt hier versuchen, was zu finden. Das ist ja ganz klar. Alles andere macht relativ wenig Sinn. So, darauf sehen wir leider nichts. Ja gut, jetzt ist die Frage natürlich, ob das hier irgendwie weiterführt oder ob das jetzt so eine Art Dead End ist. Fotografieren wir mal nochmal hier runter. Gucken wir mal. Nee, also das spielt sich tatsächlich alles nur hier im Bereich dieses Hauses ab. Mehr gibt es da wohl nicht. Oder müssen wir vielleicht hier lang? Die letzten Fußabdrücke waren quasi da. Schauen wir mal in die Richtung. Nee. Da ist alles quasi gesagt drüber. Hierhin führt jetzt auch kein Weg, oder? Ost hier vielleicht, dass man hier irgendwo noch hin kann. Aber ja, das sind jetzt auch nur Vermutungen. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie belegt worden. Schauen wir mal, machen wir hier mal noch ein Foto. Die Bilder sind relativ wertvoll, deswegen will ich die jetzt natürlich auch nicht verschwenden. So, und da ist auch tatsächlich dann nichts mehr. Das hier ist alles ein bisschen abgeräumt. Hier sehen wir, na klar, die in Eis erstarrte Frau. Man sieht sogar noch die Augen einigermaßen gut hier. Das ist natürlich krass. Aber wirklich voran bringt uns das Ganze jetzt natürlich nicht. Das ist auch klar. Wir haben jetzt hier nicht den Wow-Moment, dass wir wissen, okay, das wäre jetzt hier das absolute, was wir jetzt machen müssen. Deswegen, ja, gehen wir uns jetzt erstmal wieder aufwärmen und gucken mal dann, was wir hier als nächstes so machen können. Das wäre so der Plan. Schauen wir mal kurz. Notizbuch, haben wir da jetzt noch irgendwas Neues bekommen? Die junge Frau, ja, die müsste man wahrscheinlich noch suchen. Das wäre vielleicht auch ein Anhaltspunkt, was mit der passiert ist. Aber ja, wir haben keine Ahnung, wo die sich rumtreibt, deswegen ist da natürlich auch nichts zu machen. Und dann muss man jetzt einfach mal auf eigene Faust ermitteln, wenn wir jetzt nicht so wirklich die ganz großen Ideen haben. Ja, das ist alles ein ganz komisches Verhältnis, wie die hier zueinander stehen. Der eine erpresst den anderen, der andere macht dies, der andere macht das. Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf den Plan. Wir sind jetzt momentan hier, da ist dieser Gemischtwarenladen. Beim Doktor waren wir schon. Also normalerweise wäre es ja jetzt logisch, zum Haus von Hamilton zu gehen. Da würde man ja jetzt theoretisch ein paar Hinweise
erwarten. Wer Roy ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Bedard, wer das ist wahrscheinlich auch irgendein Patient von dem Arzt. Also momentan nicht wirklich hilfreich für unsere Zwecke. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, wir fahren mal hoch zu Hamiltons Haus und schauen, was da so los ist, weil ja, viel mehr Möglichkeiten sehe ich momentan nicht, hier dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Wir wissen, was los ist, wir wissen, was passiert ist, aber wir wissen eben noch nicht, wer, wie, was, wo getan hat. Und jetzt hier durch die eisige Ödnis zu laufen, in der Hoffnung, hier vielleicht irgendwo die Frau zu finden, das macht mir jetzt auch nicht den ganz großen Sinn, da wir auch ehrlich gesagt noch gar nicht wissen, wo wir überhaupt anfangen sollen zu suchen. Und das ist dann natürlich ein bisschen ungünstig für solche Vorhaben. Und jetzt sag mir nicht, ich kann hier diese kleine Mini-Hürde nicht überwinden. Doch, das kriege ich Gott sei Dank so gerade eben noch hin. Ja, das könnte ein ziemlich weiter Weg werden. Zumindest wenn man nach der Karte geht. Also denke ich mal, wir packen das, ja, oder fahren wir da diese Folge noch hin. Ja, ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Wie gesagt, ich habe keine andere Idee. Ich weiß wirklich nicht, wie es sonst hier weitergehen soll. Und ich sehe aber, dass wir hier auf jeden Fall mal drehen müssen. Sonst kommen wir nämlich auch nicht dahin, wo wir hin wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange brauchen wir hier auf dieser Map? Also wir fahren ja jetzt quasi wirklich von ganz unten einmal nach ganz oben. Und das ist natürlich auch eigentlich nicht so der Plan der ganzen Angelegenheit. Schauen wir mal, wenn wir jetzt hier lang fahren. Nein, das ist falsch rum. Ja, ich habe immer Probleme, mich in solche Karten reinzudenken. Also ich könnte nie, wenn es heute keine Navis gäbe. Oh Gott, ey, aber ich kriege hier gleich wirklich einen epileptischen Anfall. Also das mit dieser Karte ist so beschissen gelöst. Das gibt es ja überhaupt nicht. Aber jetzt ist im Prinzip erstmal nur geradeaus. Ja, ob man hier erstmal die Häuser in der näheren Umgebung abklappern sollte, weiß ich nicht. Aber wir haben momentan noch keine Hinweise darauf, dass das irgendwie von Bedeutung ist. Deswegen fahren wir jetzt erst einmal hier den gewöhnlichen Weg lang und schauen mal, dass wir da eventuell was finden. Ich weiß ja gar nicht, ob wir da überhaupt jetzt schon hinkommen. Das ist ja die nächste Frage. Hier ist der Gemischtwarenladen. Da haben wir uns aber eigentlich alles angesehen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt vielleicht irgendwelche neuen Möglichkeiten gibt. Jetzt schauen wir mal hier kurz, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind. Das sieht doch einigermaßen gut aus. Und jetzt gehen wir hier einfach mal Feuer und schauen, ob wir eventuell auch die Möglichkeit haben, hier jetzt was zu finden und ob wir da jetzt überhaupt ungeschoren bis an dieses Haus von Hamilton vorfahren können. Das ist nämlich doch ein ganz schönes Stück. Ich weiß natürlich nicht, ob das so geplant ist oder ob man immer erst kleine Zwischenstopps machen muss. Das weiß ich nicht, aber vielleicht liegt ja da in dem Haus irgendwas, was uns dann weiterbringt oder wo man sagen kann, jo, okay, Erdrutsch, was ist genau hier passiert? Da sollten wir vielleicht mal aussteigen hier. Und ja, das sollten wir uns definitiv mal ansehen, was hier passiert ist. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? So. Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Okay, Thema Polaroid-Film, ein einzelner Stiefel. Na, der bringt natürlich nicht so viel. Wir müssen uns hier ein kleines bisschen beeilen. Wir können hier nicht einfach blöd rumstehen. Ihr wisst das, man friert hier relativ schnell zu. Aber da haben wir schon die nächsten Eisblöcke. Also dem sollten wir vielleicht jetzt erstmal auf die Spur gehen. So, schauen wir mal, was da drin ist. Ist da überhaupt irgendwas drin? Ich muss erstmal hier jetzt runter. So, aha. Ne, da ist nichts drin. Da ist auch nichts. Hinten haben wir reingeguckt. Ja, dann müssen wir mal schauen. Das sollten wir jetzt untersuchen. Wir haben hier eine Menge Klamotten. Was haben wir da? Wer was fallen gelassen hat, war auf jeden Fall in Eile. Okay, also ich denke, wir sollten hier diesen Spuren wieder folgen. Um das aber ganz sicher zu stellen, machen wir mal kurz hier wieder unser Beweisfoto. Und da werden dann wohl die Fußabdrücke
Richtung Wolf gehen. Ja, so habe ich mir das schon gedacht hier. Dann gehen wir mal hier in diese Richtung und schauen mal, wo uns das hinbringt. Und das Ganze vielleicht ein bisschen schneller. So, wir haben hier eine Eiswand. Das halte ich für relativ seltsam. Oh, und da gibt es wieder einiges hier. Okay, Karl wusste, warum er auf einmal zitterte. Wir sind wieder einmal in so einer Einbildung hier oder was auch immer. Out what they wanted from him. The Phantom, freed of reality's shackles, vanished in the forest. Earlier, Carl had witnessed a tragedy that befell it. Another Phantom disappeared in the wilderness. Carl had seen what happened to it too. Okay, ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir hier auch reingehen oder was ist hier die Aufgabe? Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal. Kann man hier rein? Nein, wir können da natürlich nicht rein. Kann man euch irgendwie identifizieren? Nein, ihr seid also auch einfach nur da. Ja, ja, jetzt ist es die Frage der Fragen, was passiert hier oder was ist jetzt hier auch unsere Aufgabe? Schauen wir mal, hier können wir tatsächlich nichts machen. Die sind ja einfach hier irgendwo reingegangen, aber das scheint uns nicht zu gelingen. Schauen wir mal, was passiert. That the cold was beating a retreat, as if he was moving away from some kind of center of gravity. Okay. Ja, wir sind jetzt hier oben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier weitergehen sollten oder ob wir besser wieder umkehren. Ich würde sagen, wir kehren lieber wieder um. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum standen... Okay, also wir waren noch nicht fertig. Wir haben uns nur zu weit entfernt. Gut. Ja, aber was soll ich hier machen? Das ist jetzt die große Frage. Hier blinkt ja auch nichts. Muss ich jetzt warten, bis ihr euch auch entschließt, da reinzugehen oder... Muss ich euch irgendwie motivieren oder was soll ich denn machen? Sagt's mir, ich mach's. Hier haben wir diese komischen Tatzenabdrücke, die führen genau hier hin. Aber was habe ich davon? Gar nichts. Hm. Muss ich hier wieder an meine Ausgangsposition? Ich warte jetzt einfach. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an und warten hier und gucken, was die hier machen. Ob die überhaupt noch irgendwas machen. Hier sind Bäume. Entwurzelt, hier steht irgendwas rum. Aber die tun und tun einfach nichts. Hm. Ja, ich hab Zeit. Was soll ich machen? Ich hab doch Zeit. Euch geht das doch auf den Sack, da rumzustehen. Mir nicht. Okay, mir geht's auch auf den Sack. Mir geht's sogar richtig auf den Sack. Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch mal irgendwas passieren. Müssen wir vielleicht wieder in die andere Richtung laufen, aber dann geht das ja auch wieder weg hier, oder nicht? Numbness was giving way to awareness. The vision was wavering. Ja, die Vision verflüchtete sich langsam. Das sehe ich selber, aber warum? Wir müssen ja hier definitiv, irgendwas muss ja hier noch passieren, aber was soll passieren? Das ist die gute Frage hier. Ich meine, wir sind ja hier, so, und das Einzige, was ich jetzt machen könnte, theoretisch, wäre, hier diese Eiswand nach oben Carl zu gehen, aber... Carl sensed that the cold was beating a retreat, as if he was moving away from some kind of center of gravity. Ja, hier, so, und da geht es ja auch wieder nicht weiter, hier ist ja schon wieder tot, so, komme ich hier weiter? Nein, hier komme ich auch nicht weiter. Das heißt, das ist ja alles nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass ich hier hochkletter. So, da sieht man ja, das funktioniert auch einfach nicht. So, das heißt, ich muss mir irgendwas ausdenken, wie ich hier jetzt hinkomme. So, und ich friere mir ja schon wieder die Eier ab. Das ist viel schlimmer, dass ich nämlich richtig kalt bin schon. Und dementsprechend kann ich das hier nicht fotografieren, Mann. Ja, ich weiß es nicht. Also Dokumente, was soll ich hier machen? Artikel, Brief von Hamilton, die Kette, Hinweis vom Arzt. Hinweis vom Arzt? Was soll das denn sein? Medizinischer Notfall in der Stadt. Ah ja, ja. Gut, die Frage ist nur, welche Stadt? Das steht da natürlich nicht drin.
So, jetzt ist die Frage, meine Freunde, was mache ich jetzt mit euch? Soll ich euch da reinschieben oder worauf wartet ihr hier? Bis das Licht kommt oder weiß ich nicht. Was ist hier die Phase? Warum passiert hier nichts? So, hier kann man auch lang gehen, da tut sich aber auch nichts. So, hier kann ich nirgendwo, ich kann auch nirgendwo drücken oder was, das funktioniert alles nicht. Also sag mir, was ich tun soll. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Richtung, aber das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Numbness und dementsprechend was giving way to awareness. Ja. The vision was wavering. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich hier machen soll. Erdrutsch, das ist hier, aber ja, die sind halt da vor dieser Eiswand. Ist ja schön, das freut mich ja für die, dass die da vor der Eiswand stehen, aber ich kann nichts machen. Vielleicht ist das so gedacht, dass man da im Auto lang fährt. Ich weiß es auch nicht. Also, ja, den ein oder anderen Tipp, der wäre schon mal gar nicht so schlecht. Wir kriegen zumindest jetzt hier ein bisschen Sicherheit wieder. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt durchfahren können überhaupt. Aber ist ja eigentlich breit genug für ein Auto. Also schauen wir mal. Aber das scheint tatsächlich nicht zu funktionieren, als ob ich es gewusst hätte. Schauen wir mal, da ist wohl tatsächlich hier irgendwie keine Schnitte. Da kommst du nicht rein im Auto. Ja, Leute von heute, was soll ich dazu noch sagen? Da spielt irgendeiner mit einer Armbrust rum und ich soll jetzt hier wissen, wie das hier funktionieren soll. Also, mein Gott, ne? Ich weiß nicht. Dat, vielleicht muss da irgendwas passieren. Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt hier erst einmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.